Gut, und selbst mir geht's noch gut. Ich glaube, das ändert sich gleich. Ich werd diesen Run auch verkacken. Ich weiß es einfach jetzt schon. Ich werd komplett. Nee. Nee. Wir haben schon verloren. Es sind eigentlich schon alle tot. Okay, cool, ja. Das ist jetzt so kacke. Scheiße. Cool, okay. Ihr seid so doof, Chat. Ihr seid so Hey, doof. ich habe nichts zu essen gefunden. Die Küche ist geplündert. Verdammt, meine Tasche. Hallöchen, Dani. Das ist für dich. Und danke, Räubertochter. Das war. Ich weiß nicht, was passiert ist. Es ist alles verschwommen. Wie Bisher geht es leben noch dir? alle, ja. Er kann ja jetzt wieder nett sein zu ihr, ne? Und du, wie geht's dir? Ich? Nun, ich bin froh, dass es dir gut geht. Dir geht's doch gut. Tut mir leid, ich wiederhole mich. Ich. Schon gut. Okay, sie sucht nach einem Funkgerät oder so. Wozu das, Oh, da war noch eins in Mr. Edges Büro, also zum Schutz. Ja, das Was nehmen ist wir bei dem diesmal auch Licht? mit. Weiß nicht. Schon besser? Das wird schon wieder, denke ich. Was wollen Sie zum Radioschuppen? Genau, das Telefon ist tot. Sie wollen von dort SOS senden. Wir halten die Stellung. Habt ihr das auch gehört? Sch Ich dachte, Dylan und Ryan wären schon weg. Wartet, ich sehe mal nach. Es ist vielleicht gefährlich beruhigend. Seid vorsichtig. Wer weiß, was da draußen ist. Vielleicht gefährlich. Ja, genau deshalb will ich nachsehen. Sie ist so tough. Also bis hierhin habe ich immer alle Leben durchgekriegt, aber ab dem nächsten Kapitel wird es dann wahrscheinlich spannend. Ne, die lebt noch, die blonde Influencerin. So, diesmal würde ich gerne die Waffe behalten. Ich glaube, Jacob hätte auch schon tot sein können, wenn wir ihn im See hätten ersaufen lassen. Snoodle ist verknallt in Caitlin. Verstecken. Das letzte Mal haben wir uns gezeigt, diesmal verstecken wir uns. Oh Mann. Ich weiß jetzt nicht, was passiert. Jetzt verläuft es wieder anders. Ah, okay. Hier ist niemand. Finde sie und blute sie. Und meld dich danach, Bobby. Finde sie und was? Lotse sie? Der Lotse sie gesagt? Hier ist die Barrikade.
Loote sie. Loote sie? Ich bin mir nicht sicher. Was hat er denn gesagt? Ja, großartig, wenn jetzt der Controller ausgehen würde. Schön. Renn. Renn, Schätzchen, renn. Oh, fuck. Ach, shit. Er nimmt ihr so oder so die Waffe ab. Also das ist vielleicht nicht der beste Zeitpunkt, aber... Was? Naja, ich habe gerade an den Anfang des Sommers gedacht, als wir uns kennenlernten und den Start des Camps. Und da der Sommer nun bald vorbei ist, frage ich mich, ob wir uns danach nochmal wiedersehen, weißt du? Ja, ich weiß, die Waffe ist weg, aber ich habe alle Quicktime-Events geschafft. Was hast du gesagt? Hey, sorg dich nicht um Caitlin, sie ist zäh. Ich weiß. Tut mir leid, Nick. Ich bin abgelenkt. Lass uns erst die Nacht durchstehen, okay? Ich hätte gehofft, dass wir die Waffe behalten können, aber offensichtlich ist das nicht gewollt. Ich kann mich auch täuschen, aber ich hatte das Gefühl, dass vorhin mehr zwischen uns beiden hätte passieren können. Nun, hättest du dir gewünscht, dass mehr passiert? Was? Bist du dumm? Hey! Sorry. Ich meine, natürlich wollte ich, dass mehr passiert. Ich war nicht sicher, ob du auch willst. Das scheint jetzt schon so lange her zu sein. Du hättest aber auch mehr gewollt? Sag's mir ruhig. Naja, excuse you? Glaub schon. Das sagst du nur, weil ich verletzt bin. Nick! Da kommt jetzt das böse Blut in ihm durch. Was ist denn da draußen los, Caitlin? Versteck dich. Los, beeil dich. Schon okay, ich schaff das. Oh mein Gott. Was ist los? Wo ist das Gewehr? Wir müssen hier raus. Nein, versteckt euch. Sind wir damals gerannt oder haben wir uns versteckt? Ich sage, wir rennen. Töten. Ich will ihn nicht töten. Ich mach's nicht. Haut ab. Haut ab. Ich bin mir halt auch nicht sicher. Auf der einen Seite scheiße ich auf die Hackets nach dem ersten Durchlauf. Auf der anderen Seite denke ich mir, einige von denen sind nicht so kacke. Die Mutter ist kacke. Reicht nur für deine Morgenansage. Oh ja, ja. Früher wurde das Ding sogar als echter Radiosender genutzt. Ich meine, technisch ginge das immer noch, aber heute bringt keiner mehr ein Radio ins Camp. Ja. Irgendwie schon komisch, dass die Kids früher Radio mitbringen durften. Ich meine, heute braucht man für alles nur noch sein Handy, aber Mr. Hackett kassiert es gleich an Tag 1, damit niemand von Technologie abgelenkt wird. Technologie, sie gibt nicht nur, sie nimmt auch. Und ist das etwas, das du später mal machen willst? Camp Radio? Ich meine, DJ oder Musik oder so. Oh, ja, ich meine, ich mag Musik, aber
Ich dachte an ein Studium der Quantenphysik. Quantenphysik? Warte, was? Ja. Du wirkst nicht gerade wie ein Wissenschaftler. Schon klar, ich meine also nicht hier. Ich wollte gerade fragen, warum er festhängt. Wollt ihr nicht weiter erklären? Er erklärt nicht weiter. Tut mir leid, das macht mich jetzt irgendwie neugierig. Was meinst du mit nicht hier? Nicht hier im Camp. Ich mache das zu Hause und hier bin ich... Bist du Klugscheißer-Klassenclown? So würde ich es nicht sagen, aber... Was? Okay, gut, vielleicht bin ich mal in eine peinliche Gesprächssituation hineingeraten und habe sie mit diversen Witzen ein wenig überkompensiert. Du trägst dazu bei. Ja, ich meine, die anderen mochten den blasierten Dylan. Und du? Magst du den blasierten Dylan? Naja, wen interessiert's, Mann? Ist ja ganz cool. ich mag Dylan. Nun, schön, dass du hier bist, Dylan. Ich bin Ryan. Naja, eigentlich bin ich... Lass uns schnell hier verschwinden, Ryan. Ja, den mag ich. Das ergibt wirklich Sinn. Macht für mich jetzt, glaube ich, keinen Unterschied, mich jetzt nochmal umzuschauen, oder? Ich guck mal ganz kurz. Eine Taschenlampe wäre jetzt echt schön. Ich laufe diese Ecken hier nur ab. Ist das eine Bärenfalle? Wow. Das Teil kann einem leicht die Hände zerfetzen. Was macht das in einem Sommercamp für Kids? Weiß nicht, echt nicht, Mann. Das. Im Sommer war das noch nicht hier. Ich meine, falls doch, dann... Damit die Kids nicht ausbrechen. Hätten wir es doch bemerkt, oder? Tja, das Ding könnte was Großes fangen, jetzt nicht mehr. Wenn die Kinder mal wieder umgezogen sind und Hausarrest haben, dann werfe ich ihnen einfach ein paar Bärenfallen vor die Füße. Oh mein Gott. Kann ich mir diese Sachen hier auch nochmal anschauen oder eher nicht? Böse Nina. Das käme bei den Eltern bestimmt gut an, wenn ein Kind da reinliefe. Ja, deswegen sind die Kinder doch hier, oder? Wir erziehen, was sie verhunzt haben. Ein Chihuahua. Oh Mann. Die Kids haben das hier vergessen. Das mach's nicht an. Dreimal so alt wie sie. Mach's nicht an. Was zum Teufel mache ich denn? Das ist eine echt gute Frage. Hat keiner gesehen und niemand gehört. Das ist das Allerwichtigste. Wir haben keine Bärenfallen zu Hause. Es wird Zeit, dass wir welche bestellen. Amazon hat bestimmt welche. Das sind unsere Hinweise. Okay. Okay, ich glaube, wir sind okay. Okay. Dylan ist immer so zuversichtlich am Lächeln. Oh, das ist voll die Rumpelkammer, oder? Ey.
Okay, das Teil lief schon kaum noch, als ich noch als Camper hier war. Es war seit Jahren nicht in Betrieb und ich habe lange gebraucht, um aufzuräumen und alles so herzurichten, wie es jetzt ist. Also, tut mir leid, wenn es dir hier nicht gefällt. Aber ich habe eine Menge Liebe hier reingesteckt. Okay, okay. Ich richte das kurz ein. Okay. Brauchen wir irgendwas hiervon? Die Werkzeuge? Nein. Das Mr. H brauchte mehr Lagerraum. Deshalb darf ich den Sender hier weiter betreiben. Kapiert. Wie weit reicht das Signal? Oh, das Teil wurde gebaut, um die Lautsprecher für Durchsagen im Camp zu erreichen. Und du weißt schon, tragbare Radios und so zu versorgen. Das Ding reicht wohl so eine Meile. Woher kennst du dich mit all dem aus? Ja, ich schipp die beiden schon zusammen. Ich hab's irgendwie aufgeschnappt. Aber Ryan ist so ein bisschen kühl. Technikram war irgendwie schon immer ein kleines bisschen zu hoch für mich. Nun, ich kann's dir beibringen, wenn du magst. Wie ein Kurs? Ja, es ist leicht, wie Klettern. Bin dabei, Prof. Also gut, wir müssen die Leistung irgendwie verstärken. Und zwar mit dem Teil hier. Ein Staubfänger. Das ist ein Signalverstärker. Er sieht mitgenommen aus, aber ein Versuch ist es wert. Dann können wir mit der Außenwelt kommunizieren? Nicht ganz. Das hier ist kein Funkgerät. Also, wir können reden, müssen dann aber den Empfänger anstöpseln, um zu hören, ob irgendjemand eine Antwort zurückgesendet hat. Recht unwahrscheinlich, aber... Tja, mehr lässt sich wohl nicht machen, oder? Ja. Also, was soll ich sagen? Es muss wie ein Notfall klingen. Okay. Hallo, wie geht's euch da draußen? Hier ist das ist ein SOS. Wir sind Betreuer im Hackett's Quarry Sommercamp. Und es gab einen schrecklichen Unfall, Angriff. Ist echt übel hier. Wir brauchen Hilfe. Hier ist ein Bärenschwarm und sie sind, überall. Hier sind auch lauter Jäger, die auf Bären schießen, aber auch auf uns. Und das ist gar nicht gut und ein paar von uns sind verletzt. Und, wir brauchen dringend Hilfe, also bitte. Hier sind, fiese Bären und, wir wissen nicht weiter. Ihr müsst uns helfen. SOS. Das ist eine Notlage, also rettet uns, beeilt euch und helft uns. Und, war ich gut? Sag schon. Bärenschwarm? Ja. Ich schwärm bloß. Ja, ich bin halt Profi. Also da kam der Radiomoderator bei ihm einfach durch. Ich sollte durch den Empfänger anstöpseln, um zu hören, ob uns irgendwer antwortet. Ja, okay, gut. Ich halte die Augen offen, während du dich um die Technik kümmerst. Okay, ja klar. Ich finde Ryan trotzdem noch merkwürdig. Also auch beim zweiten Run werde ich mit ihm nicht so richtig warm. Alleine das jetzt. Er sieht es wie doch. Er sieht es doch da draußen. Es ist da. Ja, nur. Was hat er? Hat er gesagt Lodge? Weiß nicht, Moment. Zwei sind im Radioschuppen bei den Hütten. Der Rest von ihnen ist verschollen. Bestätigt. Ende. Ende. Oh, Scheiße, die haben uns gemeint. Fuck, 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 was für eine Scheiße, Mann. Wie? Wir haben's verraten! Im verdammten Radio! Fuck! Die wissen, wo wir sind, Mann. Wir müssen hier weg. Scheiße, scheiße. Fuck. Hey, nicht durchdrehen, okay? Lass uns Caitlin und die anderen suchen, okay? Okay, ja. Okay. Wow. Nicht, dass da draußen was ist.
Das verstehe ich auch nicht. Die Szene verstehe ich nicht. Ich war nicht sicher, Mann. Fuck, was war das? Verdammt. Ich weiß es auch nicht. Ryan? Ist das ein Bär? Wir haben beim letzten Mal, glaube ich, nicht geschossen. Wir haben eine Rückkopplung erzeugt, wenn ich mich recht entsinne. Und das hat eigentlich gut funktioniert. Gucken, ja, aber wir schießen nicht. Was war das? Was ist das? Was? Caitlin, Abby und Nick, sie kommen den Weg rauf. Oh, scheiße. Sie sind auf dem Weg. Wir müssen sie warnen. Gehen die Lautsprecher? Oh, ja, okay, ja. Ja, sag, sie sollen sich verstecken. So, diesmal haben wir die Hütte aufgebrochen gehabt. Fuck, nein! Drück die Taste! Caitlin, ihr müsst in ein Gebäude, kommt nicht hier rauf! Da ist ein Tier außerhalb des Radioschuppens! Geht in eine Hütte, los, schnell! Oh, fuck, Mann! Sie sind weg. Irgendwas sitzt vor meiner Tür und knurrt. Was jetzt? Können wir irgendwas tun? Okay, können wir denn gar nichts tun? Ich weiß nicht. Es ist nur ein Tier, richtig? Ich meine, vielleicht können wir es verjagen. Ja, wenn es ein Gehör hat. Ich meine, wie ein Hund. Ich meine, wir könnten eine hochfrequente Rückkopplung durch die Lautsprecher jagen und aufdrehen. Und ich meine, das wird richtig schmerzhaft. Was soll's? Tu es. Okay, komm, Dylan. Du schaffst das. Hallo. Hab's gleich. Wir beruhigen ihn. Hey, dreh jetzt nicht durch. Du schaffst das schon. Okay, ja. Irgendetwas fehlt, aber was? Oh, fuck. Das Kabel hat's erwischt. Reparier's. Ich lenke es ab. Mach das nur. Hol dir den Energy. Mach schon, los. Beeilung. Wir nehmen die Säge. Muss das sein? Ja, tu es einfach, los, tu es einfach. Oh Gott.
hol das Kabel. Was? Hol das Kabel. Das Ding, hol es. Mach ich. Steck es in das Dingsbums. Fest draufdrücken. Ah. Scheiße, ich hätte... Nein! Nein! Warum habe ich ihm die Hand abgesägt? Bin ich ein Idiot? Bin ich ein Idiot? Warum habe ich das getan? Nein! Das wäre doch geheilt! Wenn wir den Oberwolf killen, dann wäre das doch geheilt! Hat gereicht. Warum haben wir das getan? Gut gemacht, Dylan. Wir hätten ihm nicht die Hand absägen müssen. Nein! Ich war so in Panik. Nein! Wir müssen doch immer genau das machen. Oh, fuck, meine Hand. Richtig, richtig. Oh. Oh, warte kurz. Doch, doch, ich hätte, glaube ich, Nein sagen können. Getan? Du wolltest es so. Oh, fuck. Ganz schlechte Idee. Ganz kurz. Wow. Er wurde jetzt gebissen, weil die anderen in die Hütte gehen konnten. Die haben ihn nicht abgelenkt. Weil die in die Hütte gehen konnten, wurde er jetzt gebissen. Ja, ich weiß, ich habe jetzt am Ende zwischen Kettensäge und Flinte wählen können. Aber davor hätte ich noch sagen können, vergiss es. Und wir haben bisher immer das Gegenteil von dem getan, was uns die Vision gezeigt haben. Und das war immer richtig. Wir haben ihm aber jetzt die Hand abgesägt, wie in der Vision. Ich glaube, wir hätten auch sagen können, nein, ich mache es nicht. Alte Vier. Ich glaube, wir hätten ihn so lassen können. Ja, er wäre infiziert gewesen, aber wir hätten ihn ja zurückholen können. Im ersten Run wurde er hier von dem Messer sehr, sehr schwer verletzt. Und wir haben ihn... Also er wurde dann gebissen. Das war unsere Entscheidung, ihn beißen zu lassen, damit er nicht verblutet. Und er wäre verblutet. Davon bin ich überzeugt. Ich bin immer noch davon überzeugt, dass er verblutet wäre ohne den Biss. Das ist ja mit Laura genauso. Wir haben die ja alle einfach nur infizieren lassen, damit wir die Möglichkeit haben, die zu retten. Indem wir dann den Oberwehrwolf killen. Scheiße. Ich glaube, das war scheiße. Ich glaube, wir hätten die Hand dran lassen können. Aber hey, du hast eine Trophäe bekommen? Aber es ist Dylan. Starte doch vom letzten Speicherpunkt. Ist bestimmt nicht so weit weg. Ich habe keine Ahnung, wo der letzte Speicherpunkt ist. Gibt gute Prothesen. Ich will das nicht. Ich will das nicht. Ich weiß nicht, ob ich nochmal zurück kann, wenn ich jetzt zum Hauptmenü zurückgehe. Was meint ihr, wo hat der gespeichert das letzte Mal? Ich hätte erst mal sagen können, nein. Wann hat er das letzte Mal gespeichert? Ist nur ein kleiner Kratzer. Nein! Nein, er hat schon gespeichert! Er hat schon gespeichert! Schon fürs Erste. Einer der Jäger hat uns erwischt. Ach, Scheiße. Hat uns aus der Lodge gejagt. Wir sind ihn auf dem Weg losgeworden. Ist der Notruf raus? Ich glaube schon. Gut. Nein! Was zur Hölle war da oben? Oh mein Gott! Dylan, was ist los? Kratzer! Mir geht's gut. Oder auch nicht. Aber es tut nicht weh. Du stehst unter Schock. Puh, heilige Scheiße. Hat das Ding das getan? Wir brauchen Dylans Hand auf dem Schrottplatz. Okay. Caitlin, wo ist dein Gewehr? Hab's verloren. Wir hatten Besuch von einem dieser Jäger. Nee, davor gibt's keinen Speicherpunkt, weil der automatisch... Wer ist da? Wer war sie? Sollten wir ihr folgen? Wie soll denn jetzt den komischen Kranbagger-Lums auf dem Schrottplatz steuern? So scheiße!
Scheiße, Dylan, was ist das?